Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier über Thüringen. Wir werden mal kurz beim Sägewerk Schnee räumen, damit wir da das da hinkriegen. Das heißt, dass wir da Paletten sehen können, beziehungsweise das wird auch passieren. Er meldet heute Nacht ja wieder Schnee. Und deswegen müssen wir da mal ein bisschen schon mal vordenken. Und sonst, wenn wir dann morgen früh nicht glücklich werden, ne? Ups. Ja, ansonsten, ja, geht bald ins Bett, schlafen. Das machen wir ganz kurz, das dauert nicht lange. Ist wie gesagt, es ist dunkel. Wir fahren nur noch den Traktor hin und bereiten das Reinigen vor, das Räumen. Das wird der morgen früh entsprechend dann gemacht. Müssen wir ganz kurz noch die Balken wegräumen, aber das machen wir dann morgen früh. Für die Balken habe ich noch eine andere Verwendung normalerweise, aber wie gesagt, das Sägewerk, wenn es voll ist, dann ist es voll und ich kann da jetzt keinen hinstellen. Dann kommt da wieder das Chaos. Wie das Chaos von letzten Mal, ne? Und dann haben wir das nicht so wie schön wie sein soll. So, angekommen sind wir auch. Also ein bisschen räumen. Und hier schon mal Platz schaffen, ne? Wie gesagt. Heute Nacht kommt sowieso wieder Schnee und daher ist eine Runde. Ach, egal. Aber können wir nichts machen, ne? Wetter ist halt Schneefall normalerweise, ne? Hin und wieder. Muss ich halt dann immer so jetzt ist, ne? Normal Wetter ist es ja immer jo, mal so. Immer die Extreme erlebt. So, da haben wir es ein bisschen geräumt. Stellen wir hier vorne ab. Dann laufen wir zum Holz, zum Haus. Achso. Und gehen wir die Reihe an, ne? Nachts sollen die auch nicht arbeiten. Also Holzbalken sind voll, das war alles erwarten. Oh, da ist halt gerade die Säge unterwegs. Geht Licht? Geht Licht. Aber geht Licht nicht, brauchen wir sie auch nicht. So, jetzt geht's erstmal in die Reihe. Jetzt haben wir 18.18 Uhr, 19 mittlerweile, also fast 7. Hey, da liegt ein Hammer. Geht's hier rein, hier ist die Tür offen. Hier geht zur Schlafstube. Normalerweise waschen und Armut essen, oder sparen wir uns mal, ne? So, dann werden wir 14 Stunden schlafen. Weil dann ist wieder hell. Wir haben Winter. So. Das heißt, 14 Stunden werden wir jetzt überspringen. Ob wir schlafen. So. Vielleicht sogar Regen. Oh, das garantiert viel Schnee. Zu liegen sein. Oh. Sonne geht auf. Wenn man synchronisiert. Ja, wir hören Regen. Aber es soll Schnee sein, ne? Laut Symbol soll es Schnee sein. Wo kommen wir hier raus? Da. Ja, Geräusch ist eigentlich Schnee. Regen, aber gut. Ja, 8:30 Uhr, auch sehr lange geschlafen heute. Du. Muss am Samstag liegen, ruhig heute. Ausbilden. So, das Holz ist da. Es ist zwar noch, ja. Da werden wir gleich mal die Balken entfernen, dass der Säger wieder arbeiten kann. Beziehungsweise überladen, ne? Wir werden hier weiterräumen.
So. Dann gucken wir mal, ob der auch die annimmt. Mal sehen. Ich muss sehen, dass ich eine Palette runterkriege. Oh, jetzt ist weiß geworden. Habt ihr das gesehen? Ich gab gerade so eine Art, ich will nicht sagen Wachstum, aber irgendwie hat er hier vorne noch geräumt, ne? Ja. So ist halt mitten Winter, ne? Ist sehr kalt geworden. So. Die Paletten sind auch schon da. Ja, Bretter sind. Naja, können wir Nachschub brauchen. Okay. Wollen wir noch Sägewerk in Gang kriegen? Das heißt, die werden wir abladen. So. Und. Gut, da hat geklappt. Mal schauen, ob ich. Oh, Karambolage. Da kommen wir nicht rum. Das ist zu eng. Und hier selbst hier, wenn wir ein bisschen Therapeut machen würden. Nichts dafür. Und den Steier mal kurz wegnehmen. Also Platz schaffen für einen LKW. Mal schauen, ob ich mit anderen auch die Balken kriege. Mit dem. Dann können wir die anderen Anhänger zum Lagerplatz bringen. Haben wir nicht so viel. Nicht so eng hier. AM. Kommst du her, AM? Österreich AM am Step. So. Müssen wir mal schauen, ob der auch die aufnehmen kann, ne? Da weiß ich nicht genau. Der andere Anhänger ist ungünstig. Bin dichter ran. Oder muss man eine Silagegabel besorgen, dann kriegt das ein Breiter, da kippelt die nicht so. So, muss ich mal schauen, was wir da nehmen können. Also, Quaderballen, Rundballen, hat sich was aus dem Licht geändert. Rundballen, Rundballen, Rundballen. Eierkartons sind hier bei, also... Also das geht nicht. Auch nicht. Wird nicht funktionieren mit dem Anhänger. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Das heißt, wir fahren erstmal weg. Der Traktor sieht auch ein bisschen ungünstig. Wir parken den mal hier rechts. Dann können wir gleich mit schubsen, die drei da. Naja, schubsen schon, aber nicht mit dem LKW, ne? So. Verkauf werden. Da ist das gleiche Problem von der Höhe her, ne? Aber gut. Typische Wetter in Thüringen. Schnee oder Regen. Immerhin meldet er jetzt bewölkt an. So, hier ist Eierkartons, ne? Also wie jetzt, die sind so eingestellt auf Eierkartons, ne? Das sind optisch gesehen zwar Balken, aber so Eierkartons sein. So, jetzt kann das Sägewerk weiter arbeiten normalerweise.
Ich darf, der Anhänger, also der LKW muss drauf bleiben. Dann geht's. Ansonsten kriegen wir den nicht rein. Gefahr, also gar nicht mehr, ne? Und wir müssen Gewalt anwenden. So, es kann ein Sägewerk arbeiten und wir können das Sägewerk, ja, die Paletten verkaufen, ne? Dann müsste ich eigentlich hier so einen kleinen Outrod-Anhänger kaufen. Das heißt, mal anschauen. Hier ist das verkehrte Menü. Wir haben noch Geld da. Das heißt, da gibt es ja mehr Anhänger, also kleine und feine und größere. Wir müssten so einen mittleren haben, so einen, wenn es geht, nicht mit Deichsel. Mit Deichsel kann man schlecht rückwärts fahren. Der ist ganz gut. Oder doch einen großen. Wenn ich so oft fahren, ne? Ist ja auch dann blöd. So, Aufbau. Also wie machen wir folgendes. Rundumleuchten machen wir Runzio zweimal. Mal Logo, ATC und diesen Mod, denke ich mal, ne? Aufbau machen wir auch Ersatzreifen, dann brauchen wir keins. Lizard. Sicher geht vor, Aufbau. Sieht besser aus, ne? Optisch, ne? Nur rein optisch gesehen. So. Feuerlöscher natürlich, ne? Doppelt besser. So. Bordaufsatz. Vorne. Machen wir. Geht nur. Gut, das reicht so. Schick, ne? Mit selben Nummernschild, das geht normalerweise nicht. Kaufen. Kostet ja auch nicht so viel. Zurück. So. Wir haben ein bisschen glatt hier. Aber mit durch jetzt. Ne? Also, der Schnee hört ja nie auf. Noch reinfahren. Wir müssen ein bisschen mehr links. Bisschen höher. Nur noch links. Ja. Wir haben starken Schneefall, ne? Ups. War doch ein Heckgewicht. Also eine doppelte Palette, 2000 normalerweise nicht. So. Dann fahren wir gleich zum Händler und holen uns mal gleich Anhänger. Ah, das machen wir. Naja, in der nächsten Folge, ne? Oder wir schicken jetzt los mit Outdrive und fahren selber. Wir fahren selber. Ja, Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Wir treffen uns dann gleich wieder beim Händler zur nächsten Folge. Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen.